Weiter Sachen erkunden, nachdem wir jetzt 3, 4 Stunden die Welt erkundet haben, die Map vervollständigt haben, hier die Map fertig gemacht haben, dann können wir jetzt auch anfangen, die Story zu spielen. Ja, ungefähr so. Der Bürgermeister, was ein Dreister. Okay, ist derselbe oder zumindest sagt er ähnliches. Jetzt geben wir das alles erklärt. Was für ein komplizierter Radmechanismus. Er scheint die Beziehung zwischen diesen Kreaturen darzustellen. Das habe ich auch schon herausgefunden. Anscheinend sind die roten Fa ihre Feinde, grün steht wohl für Verbündete und die weißen sind neutral. Das heißt, die sind verbündet mit den Sonne, was auch immer das ist. Die sind eigentlich ziemlich verbündet mit allen. Die Scheiben auf der Tafel drehen sich jedes Mal, wenn eine Beziehungsaktion von einer Spezies auf der Insel durchgeführt wird. Beziehungen zwischen Spezies sind dynamisch, ändern sich oft. Ah ja, momentan steht sie relativ auf grün. Volk, was Frieden hält. Momentan. Bist wohl der Händler. Pfui, an meinem Geschäft sind schon genügend merkwürdige Kreaturen vorbeigelaufen. Du schlägst dem fast den Boden aus. Aber aus Erfahrung weiß ich, je merkwürdiger der Kunde aussieht, desto reicher ist er. Als sie sagten, ein Mensch würde vorbeikommen, haben sie mich aber nicht auf so eine schwächliche Erscheinung vorbereitet. Schwächlich? Naja, schon. Ich glaube, auf Albama gibt es niemanden, der dir nicht die Arme brechen könnte. Das Beste, was ich für dich habe, sind ein paar Ideen, die du in Größe anpassen kannst. Du wirst dich bestimmt zurechtfinden. Ich werde mal den Schild, den sie mir geschickt haben, für deine Hand modifizieren. Bald schon werde ich ihn für dich hier zur Abholung bereitlegen. Danach können wir gern handeln, aber nur wenn wir Freunde sind. Der Dorfhändler tauscht Gegenstände, die Sammler und Händler gesammelt haben. Sie bieten auch besondere Gegenstände, wie beispielsweise Ideen an. Sammler des Dorfes sind ständig damit beschäftigt, in der näheren Dorfumgebung Material zu sammeln und es zum Händlertisch zu bringen. Material ist unerlässlich für die Rüstungsproduktion und die Dorferweiterung. Dorfhändler sind ebenfalls auf deiner Karte eingetragen. Händler werden nur mit dir tauschen, wenn du mit ihrer Spezies befreundet bist. Haben wir schon mitbekommen. Selbst ein neuer Status reicht nicht aus. Sammle das Geschenk des Häuptlings ein. So, der sieht recht robust aus. Genug mit der Trödelei, ich sollte zum Abdenken und weitere Hinweise. Schön, dann kannst du dich gegen Angriff verteidigen. Das hätte mir einiges genutzt. Ja, ich habe die ganze Zeit Angriff als die beste Verteidigung. Unter dem Motto bin ich da vorangegangen. Mitchell, kannst du dich gegen Angriffe verteidigen? Nimm eine Blockhaltung ein, indem du Right-Maus drückst. Du kannst dein Schild nicht ewig vor dich halten. Im Laufe der Zeit, auch bedingt durch Angriff, erschöpft sich dein Schildausdauer. Manche Angriffe können überhaupt nicht geblockt werden. Abgesehen von der Ausdauer haben unterschiedliche Schilder auch unterschiedliche Erschöpfungsraten und Regenerationsgeschwindigkeiten. Okay, ab zum Boss. Der ist dort der gelbe Große. Ja, hier sehen wir schon die ganzen Markierungen in der Welt, die ich umgesetzt habe. Jetzt machen wir noch die Story zu Ende und dann. Also
wir finden auch ein Dorf für unser Volk und dann, ja, machen wir die Credits und dann habe ich ja schon lange genug gespielt. Ich freue mich, dass du dein Schild gefunden hast, junger Mensch. Du siehst aber trotzdem wie eine zerbrechliche Tinkblume aus. Ich könnte dich noch vor dem Frühstück in zwei brechen. Ich habe mal ein bisschen herumgefragt und dabei ist mir klar geworden, dass es da jemanden gibt, der dich noch besser rüsten könnte als wir. Oh, und wer ist das? Er ist Groff, er gehört zu den Manov. Schon Ewigkeiten hat sie niemand mehr gesehen, aber anscheinend lebt er noch. Es geht das Gerücht um sich, dass er im Pollenpass zwischen den Küstenklippen und den Krankfeldern wohnt. Ihn zu finden könnte nicht einfach werden. Da er genügend Erfahrung mit Menschenausrüstung hat, sollte man es zumindest versuchen. Ich werde es versuchen, ihn zu finden. Vielen Dank. Na klar wirst du das. Schließlich hast du es ja schon so weit geschafft. Boah. Viel Glück, Mensch. Erkunden Pollen, was passiert? Ja. Okay, hier mal die Markierung. Dann machen wir also jetzt noch hier ein bisschen Anfängerstory. Ja gut. Wir mussten ja nicht losstürmen. Und konnten uns nicht nach dem Kollegen umsehen. Okay, hier lang. Oder nicht? Ach ja, der Fuchs. Schwer zu finden. Ich war schon am Arsch der Welt. Keine Angst, ich finde den Typen, der mir vielleicht helfen kann, schon. Ich glaube, ich muss. Ja, hier muss ich noch ein bisschen weiter. Mal zurück ins Dorf. Laufen wir ja gerade drauf zu, glaube ich zumindest. Oh, wohl nicht mehr ins Dorf. Oder doch? Mhm. Hier. Der ist wohl irgendwo hier. Wie hier? Dort drüben vielleicht? Das sieht nach was aus, wo war. Mit der Steinschleuder was machen können. Aha. Und nun? Oha, neue Sachen. Erstmal würde ich die Schuhe machen, aber
Okay. Viele Ideen jetzt hier. Und welches Glas da mal? Noch ein zweites und dann. Können wir vielleicht zu. Oh nein. Den Fahrstuhl noch ein bisschen höher. Bogen. Das ist praktisch. Ja gut, das war jetzt nicht das Ziel. Hoppala. Selber mal Schlüssel erforderlich. Ah ja. Okay, aber einen fernen Bogen haben wir hier bekommen. Ist doch schon mal was. Und dann gucken wir mal nach der Pollenpasshöhle. Die wird ja hier irgendwo sein. Irgendwo ein Eingang. Yep. Immer weiter verbinden. Wir brauchen ja nur das Ende voll. Irgendwo muss doch hier ein Eingang sein. Ja, das sieht doch nach einem Eingang aus. Sehr schön. Da haben wir wirklich noch Mittwoch und haben wir noch eine Weile was zu tun hier. Wenn wir jetzt die Story anfangen. Das ist verdächtig. Kein Explosionsdraht. Okay. Okay.
Weg ist versperrt. Müssen wir hier ein Rätsel lösen. So nicht. Ich habe den ganz mitgebracht. Okay, ich muss da rein. Schade. Ich muss das Rätsel lösen. Wo ist der Pico? Dann brauche ich eventuell. Was mache ich mit einem Pico hier? Habe ich noch nicht kapiert, was ich jetzt hier mitmache. Kann ich was pieken mit? Aha. Oh je. So hier. Aha. Okay. Dann wird ein weiterer Fackelpico. Eine Story-Sequenz. Ach du Schande. Schlag mich durch sein Mammut. Ich komme in Frieden. Hallo. Ein Hähnchen, meine Hühner und welch Glück. Also muss ich langsamer sprechen. Es ist schon lange her. Du bist wohl grof. Aber sicher. Du hast ja keine Ahnung, wie lange ich mich schon niemand mehr versucht hat. Und dann auch noch ein Mensch. Verlässt du denn nie diese Höhle? Achso, das ist du. Verlässt du nie diese Höhle? Die Welt da draußen. Nö. Die ist nichts für mich. Alle sind mit ihren Problemen beschäftigt. Eine Gemeinschaft gibt es überhaupt nicht mehr. Hey, ich kann das nicht. Abgesehen von euch Menschen könnte ich nur die Gegend von meiner Schwester ertragen. Aber sie ist schon lange nicht mehr gesehen worden. Es gibt noch mehr von euch. Oh. Es gab ziemlich viele von uns, aber wir zogen uns zurück, als die Inselbewohner von Tag zu Tag machthungriger wurden. Wie auch immer, hast du doch hoffentlich einen Auftrag für mich, oder? Man hat mir gesagt, ich sollte dich für Schutzausrüstung oder ein paar Werkzeuge aufsuchen. Auweia, sowas habe ich ja schon lange nicht mehr angefertigt. Ich habe meine letzte Menschenkreation jemandem wie dir gegeben, aber das ist schon so lange her. Er war ein Freund. Ich glaube, er versteckt sich in einem verlassenen Wachturm in der Nähe. Ich stelle da Ausrüstung her, Werkzeuge, aber auch Truhen zum
Verstecken der eigenen habe. Als Bezahlung brachte ich er mir diese glänzenden Kugeln. Ich liebe sie. Solltest zu seinem Versteck gehen, vielleicht kannst du dort noch einige Menschensachen finden. Oh, bevor ich alles vergesse. All meine Truhen hatten einen winzigen Schlüssel. Du wirst Schlüsselgrafit für ihre Herstellung brauchen. Ich werde es für dich aufschreiben. Oh, ich werde versuchen, es zu finden. Danke fürs Vorbeischauen. Mensch, bitte komm mich doch ab uns zu besuchen. Schlüsselgrafit ist ein endliches Material, das zur Herstellung eines Alabama-Schlüssels Verwendung findet. Es kann oft an abgelegenen Orten und schwer zu erreichenden Orten gefunden werden. Ich habe hier, war nochmal der Wachturm, du vergisst aber schnell, kleiner Mensch. Geh durch den Westausgang dieser Höhle, dann solltest du förmlich darüber stolpern. Ich habe hier einige, ich habe 8 Kugeln. Magst du haben? Ich nehme mal die Pikfackel. Okay, zum Glück haben wir hier Markierungen. Jetzt in sein Nest, in seinen Schlafplatz führen. Okay, sein Bücherregal mal anzünden. Na dann, Westausgang. Das müsste demnach dieser sein. Ziemlich wenig Ausdauer. Vielleicht kriegen wir das jetzt noch in der Story. Dann spielen wir wohl in den nächsten Streams erstmal die Story. Ja, dann haben wir wohl noch einiges zu tun jetzt hier in den nächsten Streams. Die Story wird wohl noch ein paar Stündchen brauchen. Wird ja jetzt nicht in 2 Minuten vorbei sein. Okay, dahin muss ich. Oh, ein Elch. Es war schlecht. Im Fall und Bogen ist hier nicht viel zu tun. Okay. Da müssen wir hin. Oh, okay, der hier. Hey, Fuchs. Welche Glasidee? Bögen sind starke Fernkampfwaffen, aber sie benötigen Munition zum Schießen. Alle Kreaturen auf dieser Insel haben Schwachpunkte. Wenn ich diese treffe, erziele ich starke kritische Treffer. Sind wir hier schon richtig? Dann weiß ich, wie ich hier hochkomme. Nachher den Bogen bekommen. Die Notiz muss von diesem Mensch geschrieben worden sein. Tag 166. Heute habe ich mich mit einigen Anführern der Gruftdörfer getroffen. Seit Monaten schon habe ich die kürzesten Routen zwischen diesen uralten Orten kartografiert. Diese Gruften sind sehr wichtig für die strahlende Zukunft für uns. Außerdem habe ich herausgefunden, dass einem der Herstellung eines Muskelbräus Zugang zu jedem Dorf einbringt. Die Häuptlinge lieben das Zeug wirklich sehr. Gruften. Was sind denn das für Orte? Klingt danach, als könnte es dort einige Antworten geben. Vielleicht könnte man dort auch leben. Ich sollte dorthin gehen. Dieser Mensch hat sie hier auf der Karte hier markiert.
Okay, vorhin liegen gleich mehrere Abenteuer. Ein Zielreiter kannst du Quest folgen. Ja, okay. Von eins der Luftdörfer. Okay, immer schön. Ah, das sind die drei mit dem Ding hier markiert. Mal hoch auf den Ausguck. Okay, das erste Dungeon. Wo haben wir das? Ich habe zu viele Markierungen hier, wo ich schon Dörfer gesehen habe und so weiter und Markierungen gemacht habe. Okay. Na dann. Ich würde mal sagen, wir machen dann im nächsten Stream mit der Story weiter. Ist ausgerüstet mit Schild und Bogen. Sekunde, Schild. Sehr schön. Mit Schild und Bogen. Okay. Ich dachte, wir hätten den Schlüssel. Gut, na dann. Beim nächsten Mal geht's weiter. Haben wir hier noch irgendwo ein... Wir haben nicht viel zum Spenden, also bringt doch nichts, jetzt ein Fuchsdorf aufzusuchen. Gut, na dann haben wir eine Mission für die nächsten paar Streams. Ich würde mal sagen, bis Mittwoch. Vielleicht. Hoffentlich. Für heute soll es das gewesen sein. Ja. Aber es ist ganz gut, dass wir hier die Karte schon freigeschaltet haben. Ah, hier sind die drei. Da werde ich nochmal hin müssen. Da nochmal und da nochmal. Da war ich überall schon. Dann machen wir das nächste Mal wieder den Take-In-Pass. Und dann ja, in dieser Reihenfolge dort. Auch im nächsten Stream. Schauen wir, wo uns die Story hinführt. Nachdem ich jetzt unausgerüstet, fast nackt hier durch die Wildnis gelaufen bin und die Karte erkundet habe. Aber ist doch besser, aber jetzt haben wir ja bessere Durchsicht im Story-Modus. Gut. Na dann.